bleibst hier. Ne? Ich sehe es ganz nass. Du übertreibst das ein bisschen. Jetzt wird sie auch noch Wasser über den Kopf gießen lassen. Das Kind holt sich am Tod. Aber dann hat sie wenigstens eine Eintrittskarte für den Himmel. Ich finde, mit der Einstellung ist es besser, du wartest mit dem Hund im Auto. Okay, okay, ich sag ja gar nichts. Andreas, ich taufe dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der allmächtige Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, hat dich von der Schuld Adams befreit und dir aus dem Wasser und dem Heiligen Geist neues Leben geschenkt. Du wirst nun mit dem Heiligen Chrisam gesalbt. Denn du bist Glied des Volkes Gottes und gehörst für immer Christus an, der gesalbt ist zum Priester, König und Propheten in Ewigkeit. Amen. Andreas, dieses weiße Kleid soll dir ein Zeichen dafür sein, dass du in der Taufe neu geschaffen worden bist und, wie die Schrift sagt, Christus angezogen hast. Bewahre diese Würde für das ewige Leben. Allmächtiger Gott und Herr, segne die Paten. Ich verstehe überhaupt nichts mehr. Und alle zuerst ist ja alles scheißegal und jetzt regst du dich darüber auf, dass ich kein weißes Kleid und Kerze habe. Wird doch gestellt. Was? Die geben du hast uns das. In der Taufe ewiges Leben geschenkt. Lass uns immer und überall lebendig zum ersten Mal in einer Kirche. Deines heiligen Sohnes. Wahnsinn. Und die Taufe wird auch gestellt. Lass unsere Tochter das doch selber entscheiden, wenn sie groß liebe Eltern und Paten, Zirkus mit Marvel oder ihnen wird du bist doch auch nicht getauft. Und hast du dich etwa entschieden? Na klar. Oh, gib doch zu, dass du nicht mal dran gedacht, weil dir nämlich alles wurscht ist. Mir nicht. Alle, die hier versammelt sind, zu zwingen, dass sie sich eines Tages entscheiden. Gib deinen Frieden in Christus Jesus, unserem Herrn. Es segne euch der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht hin in Frieden. Dank sei Gott im Himmel. Grüß Gott, Kempfert. Silke Meerkatz, guten Tag, Herr Pfarrer. Frau Mannheim. Und wen haben wir denn da? Das ist Anna. Wie alt ist sie? 8 Monate. Also bringen wir es hinter uns, ja? Wenn Sie schon dabei sind, die Kleine soll getauft werden, dann ist das ein Aufwasch. Ralf. Mit Aufwasch meinen Sie doch wohl die Reinigung Ihrer Tochter. Herr Baumann ist nicht religiös und ich bin katholisch und ich möchte, dass Anna getauft wird. Ja, aber vorher möchte ich mich noch ganz gerne mit Ihnen ein wenig unterhalten. Siehst du, habe ich doch gesagt. Ohne Krawatte und Trauschein läuft bei denen gar nichts. Wie kommen Sie denn darauf? Wie Sie aussehen und was Sie denken, ist mir egal. Aber dass Ihre kleine Anna eine schöne Taufe bekommt, ist mir nun mal nicht egal. Ihnen doch wohl auch. Also, dann bitte ich Sie doch schon mal ins Pfarrhaus zu gehen. Ich komme gleich nach. Gut. Bis gleich. Bis gleich, Herr Pfarrer. Sag tschüss. Kämpfer? Ja. Herr Rösner? Ich hätte Sie gerne mal unter 4 Augen gesprochen. Ich Sie auch, Herr Bürgermeister. Nicht offiziell allerdings, sonst heißt es gleich, wir stecken unter einer Decke. Wir stecken doch alle unter der gleichen Decke, oder? Sie wissen, was ich meine. Ich gehöre weder zu Ihrem Verein noch zu Ihrer Partei. Ich gehöre gar keiner Partei an. Also wann und wo? 10 Uhr. Auf neutralem Boden? Drüben in der Ebermark. Warum nicht? Man könnte sich ja zufällig getroffen haben. Womit bewiesen wäre, dass es keinen Zufall gibt. Bis dann. Also, wie soll ich sagen? Die Taufe ist ein uraltes Ritual. Wahrscheinlich so alt wie die Menschheit. Ein sehr kraftvolles, mythisches Ritual. Das Wasser des Lebens, Reinigung, Aufnahme in die Gemeinschaft der Eingeweihten im wörtlichen Sinne. Das ist kein frommer Firlefanz, will ich damit sagen, sondern eine heilige Handlung, in deren Mittelpunkt Ihre kleine Anna steht. Und ob Sie es glauben oder nicht,
Ihre Tochter ist danach nicht mehr dieselbe. Also, wie wär's dann am Sonntag? Erst? Nun, ist ja noch einiges zu erledigen bis dahin. Ich brauche Ihre Papiere und Anna braucht 2 Taufpaten. Muss das denn sein? Ja, das muss sein. Sie haben doch sicher Freunde hier. Die lachen sich doch tot. Ralf ist Marxist. Ja, du etwa nicht? Würde es nicht schon heute Mittag gehen? Wieso das denn? Weil am Sonntag die Demo in Frankfurt ist und da kein Taufpate aufzutreiben sein wird, deshalb. Na gut, an mir soll es nicht scheitern. 4 Uhr? Also, geschniegelt und gebügelt mit Taufkerze und Taufkleidchen und 2 ordentlichen Paten. Ja, 4 Uhr, wir werden da sein. Ja. Wenn Sie mich fragen, Eintracht hat keine Chance. Ich frag's ja mal nicht. Ist was? Was soll denn sein? Ach, kommen Sie. Sie hocken da rum, starren ins Bier. Übrigens das 3. schon auf nüchtern Magen. Gucken andauernd auf die Uhr. Warten Sie auf jemand? Nein. Also schön, dann esse ich eben eine Kleinigkeit. Eine kleine Vesperplatte, wenn es recht ist. Sind Sie dann einigermaßen beruhigt oder muss ich erst noch einen Attest vom Arzt bringen? Mein bester Kunde. Grüß Gott, mein Sam. Sprudel mit Salat. Was ist, Herr Pfarrer? Wollen Sie sich nicht zu mir hersetzen? Man sieht sich sowieso selten genug. Warum nicht? Wenn meine Herren Gemeinderäte nicht so fleißig Kinder in die Welt setzen würden, die Sie dann taufen dürfen, wird man sie überhaupt nicht sehen. Stimmt's? Ja, so ist es. Das köstliche Nass für den Herrn Pfarrer. Oh, sehr aufmerksam. Ja, das übernehme ich natürlich, wenn Sie mir eine Kerze für die Eintracht aufstellen, damit die nicht völlig auf die Nase fallen. Da wird wohl eine Kerze nicht reichen. Tja, warum ich Sie sprechen wollte, Herr Pfarrer. Ich weiß nicht, inwieweit Sie mit den Verhältnissen hier vertraut sind. Besser als mir lieb ist. Dann wissen Sie vielleicht auch, dass man bei Dannecker dran denkt, das Stammwerk Eberfeld dicht zu machen. Gerüchteweise. Ja, wo Rauch ist, ist auch Feuer. Aber ich will nicht warten, bis hier alles in Flammen steht, sondern womöglich jetzt schon diesen Wahnsinn im Keim ersticken. Das Werk muss bleiben. So viel ich weiß, ist noch nichts entschieden. Der Dannecker, der redet viel, wenn der Tag lang ist. Der hat mir auch in der Hand versprochen, dass hier alles so bleibt, solange er lebt. Na also? Ich fürchte nur, dass der mit seinem spätkapitalistischen Führungsstil in seinem eigenen Laden nicht mehr durchkommt. Sie kennen auch seine Tochter, die Jutta Dannecker. Ein rühriges Mädchen. Mädchen ist gut. Ist ein Mann. Ach, was sage ich, 2 Männer. Und der Alte frisst er aus der Hand. Ja, und was kann ich tun? Soll ich vielleicht auch eine Kerze für Sie aufstellen? Wenn ich wüsste, dass es hilft, ja. Aber ich verlasse mich da lieber auf Ihren Einfluss. Immerhin ist der alte Dannecker doch katholisch. Wenn ich da jetzt komme mit meinem Parteibuch, wo doch sein Liebling, der Dr. Joris Renner, schon die 3. Wahl gegen mich verloren hat. Sie verstehen. Die würde doch glatt die Fabrik den Bach runtergehen lassen, nur um mir zu beweisen, dass ich tatsächlich der unfähige Querulant bin, für den er mich hält. Wasch mich, aber mach mich nicht nass. Bitte? Erst lass dir kein gutes Haar an dem Unternehmen und dann braucht er sie doch. Wenn ich Sie richtig verstehe, soll ich dem Herrn Direktor mit Feuer und Schwefel einheizen. Genau. Ich werde sehen, was ich tun kann. Moment, mit ich werde sehen, ist es nicht getan. Die Sache eilt. Sonst hätte ich Ihnen auch einen Brief schreiben können. Wie ich aus sicherer Quelle weiß, findet heute in der Zentrale die Sitzung statt. Heute? Sind Sie sicher? Ja, der Groninger macht seit 14 Tagen nichts anderes als Zwischenbilanzen. Gestern hat er die Zahlen rübergegeben. Und jetzt frage ich Sie, wozu braucht man jetzt eine Bilanz? Ja, ja, dann mögen Sie recht haben. Ich habe recht. Und so wie die Zahlen aussehen, mit so viel Miesen in den ersten 2 Monaten, muss man kein Prophet sein, um schwarz zu sehen. Und? Wenn wir uns beeilen, erwischen wir ihn noch, bevor er losfährt. Jetzt? Ich muss aber um 1 Uhr im Pfarrhaus sein. Bitte, Herr Böckmann, die Zahlen bitte. Oh, nein, nein, Moment. Nein. August! Oh. Sie haben gegessen. Wieso? So, ja, ja. Mit einer freundlichen Empfehlung unseres Herrn Bürgermeisters. Ja, aber 3 Bier und das Vesper. Das sind ja, stimmt, stimmt. Danke für die großzügige Einladung. Getrunken habe ich nichts. Ah. Okay, entschuldige, Herr Bürger, das schlage ich Ihnen auch noch mal. Herr Maiwasser, bitte Herr Senf.
Fachkunde werden, Herr Deutsch. Machen wir die Viecher ja. Ein deutscher Schäferhund spielt nicht. Der arbeitet. Tag, Herr Dannecker. Ich sehe, ich komme etwas unpassend, aber ich muss Sie dringend sprechen. Ist das nicht unser Bürgermeister? Herr Rösner war so freundlich, mich herzufahren. Haben Sie aber Glück gehabt. Zu mir ist der Herr noch nie freundlich gewesen. Hätten Sie ein paar Minuten Zeit? Tut mir leid, ich habe einen Termin, unabschiebbar. Und ich komme nie zu spät. Und schon gar nicht wegen eines Gesprächs, dessen Inhalt ich mir denken kann, wenn der Bürgermeister mit der katholischen Kirche paktiert. Sagen Sie dem Herrn einen schönen Gruß. Wenn er was will, soll er selber kommen. Nichts gegen Sie, Herr Dr. Kempfert, aber von der Politik sollten Sie die Finger lassen. Und jetzt muss ich wirklich. Guten Tag. Und? Zu spät. Was haben Sie dem Mann nur getan? Sie sind tatsächlich ein rotes Tuch für ihn. Der für mich auch. Er meint immer, die ganze Welt sei nur für ihn da. Was hat er denn schon geleistet? Wollen wir jetzt über die gerechte Verteilung der Produktionsmittel diskutieren oder was unternehmen? Die Sache ist doch gelaufen. Jetzt fängt's erst richtig an. Wenn die glauben, die können mich so mit links durchs Autofenster wegwischen, dann kennen die mich schlecht. Ich sehe zwar gemütlich aus, aber ich kann sehr ungemütlich werden. In dem leicht köchelnden Wasser ziehen lassen, bis sie an die Oberfläche kommen. Oberfläche? Oh Gott, die sind ja schon oben. Abschöpfen und auf Holzbrett auslegen. Holztisch. Auf Holzbrett auslegen und einige Stunden am besten in der Nacht in der Speisekammer oder anderem luftigen, kühlen Ort trocknen lassen. Oh nein. Fräulein Bieler? Ja? Können Sie mal in die Küche kommen? Ja. Also das ist eine Frechheit. Was denken sich diese Leute eigentlich, die so ein Kochbuch schreiben? Über Nacht trocknen lassen. Und was essen wir heute? Und was soll das werden? Schwäbische Kartoffelnudeln. Naja, das wird wohl nichts. Aber Adam sitzt ja in der Eberburg, Gott sei Dank. Und wie ich ihn kenne, ist er sowieso wieder dort. Und Sie? Ich? Das heißt, wir gehen jetzt zusammen ins Café Ziegler und ich spendiere uns eine Schillerlocke oder zwei und ein Kännchen heißer Schokolade. Na, was meinen Sie? Ich weiß nicht, ich habe schon wieder zugenommen. Ach was, in Ihre Figur passen noch viele Schillerlocken und unser Organist merkt sowieso nichts. Ich habe nur seine Orgelpfeifen im Kopf. Also keine Widerrede. Kommen Sie. Und das? Über Nacht trocknen lassen. Alles nach Rezept. So, nein. Weißt du, was dich diese vier Buchstaben kosten? Sagen Sie es ihm. Für die verbleibenden drei Quartale circa 4 Millionen. Falls die Auftragslage vom letzten Jahr in etwa gleich bleibt. 4 Millionen? 1 Million pro Buchstabe kostet dich dieses Nein. Warum, Vater? Es ist billiger als das, was mich ein Jahr kosten würde. Ein Jahr ist nicht unter 3 Millionen. Pro Buchstabe zu haben, wenn es reicht.
Also das musst du uns erst einmal vorrechnen. Vielleicht erledigt das Herr Busche für mich. Bei einem Glas Wein, bei Kerzenlicht. Mir glaubst du ja sowieso nicht. Schauen Sie doch mal in die Sozialunterlagen von Eberfeld, Herr Busche. Die mein Vater in den 50er Jahren etabliert hat. Da werden Sie feststellen, dass der alte Herr seine Arbeiter sehr gern gehabt haben muss, besonders für den Fall, dass etwas Unvorhergesehenes passiert, eine Schließung vielleicht. Oder ein Bankrott. Aber mal ganz abgesehen von den Finanzen. Dieses Jahr würde uns noch teurer zu stehen kommen, wenn man an das Image der Firma denkt. Hast du dir mal überlegt, ich meine vorgestellt, plastisch, was in den Zeitungen so alles stehen würde? Dannecker gibt Stammwerk auf. Eberfeld oder Hongkong, ganz abgesehen von der rührenden Geschichte, von dem altgedienten Schlosser, dessen Vater schon bei Dannecker gearbeitet hat und der nun freigesetzt, sprich rausgeschmissen wird. Aber es wird doch keiner entlassen. Wir kriegen jeden Einzelnen unter und der Rest wird frühzeitig pensioniert. Ach, und ich gleich mit, wie? Nein. Bleib dabei. Jetzt entschuldige mich bitte. Aber ich, Herr Dr. Kempfert. Danke, Herr Deutz. Ab hier übernehme ich. Ist gut, Deutz. Die Dampfwalze Gottes ist nicht zu bremsen. Das haben Sie schön gesagt. Prächtig. Prächtig. Von hier aus müssen wir doch eigentlich Ihr Eberfelder Werk sehen können. Warum lassen Sie mich nicht rauswerfen? Also, ich war fest davon überzeugt, dass Sie mich so schnell wie möglich wieder loswerden wollen. Sie würden ja doch wiederkommen, nicht? Stimmt. Und Sie wissen auch, warum. Dazu gehört nicht viel Fantasie. Der Bürgermeister kriegt's mit der Angst, nicht wahr? Und Sie haben keine Angst? Ihre Familie ist doch in Eberfeld und für die Leute sowas wie eine traditionelle Institution, auf die Sie stolz sind. Das Lebenswerk Ihres Vaters. Und meins, ich weiß. Bitte nehmen Sie Platz. Danke. Aber wie lange kann sich unser Unternehmen diesen Luxus noch leisten? Wir haben zu schnell expandiert. Wir haben den letzten Hosenknopf investiert. Ohne meine guten Beziehungen zu den Banken hätten die uns schon längst den Geldhahn zugedreht. Wir brauchen Gewinne, Herr Dr. Kempfert. Eberfeld ist ein Fass ohne Boden. 4 Millionen minus allein in diesem Jahr. Im nächsten werden es wahrscheinlich noch mehr. Ärgert dich deine linke Hand? So hacke sie ab, nicht? Ja. Aber Eberfeld ist Ihre rechte Hand. Herr Dannecker, ich bin kein Wirtschaftsspezialist. Aber ich glaube, man darf diese Dinge nicht nur durch die Brille des Wirtschaftlers sehen. Es gibt gute und schlechte Jahre. Was sind schon 4 Millionen? Die geben Sie doch jedes Jahr bestimmt für Ihre Werbung aus. Und was für eine Macke Ihr Image abkriegt, wenn Sie Eberfeld schließen. Finden Sie das lächerlich? Nein. Aber genau dasselbe habe ich vorhin meinen Leuten gepredigt. Sie haben ja recht, Herr Dr. Kempfert. Ich bin ganz Ihrer Meinung. Nur, bei Dannecker sind jetzt die Jungen dran. Der neue Führungsstil. Hier oben wird das Geld gemacht, nicht hier. Noch kann ich Nein sagen, aber wie lange? Die warten doch nur, dass ich abkratze. Eberfeld muss aus den roten Zahlen, sonst sehe ich keine Möglichkeit. Oh, Verzeihung. Komm ruhig rein. Nein. Tag, Herr Pfarrer. Ich wollte dich nur bitten, noch mal rüberzukommen, bevor du gehst, ja? Lieber nicht, sonst kriegen wir nur noch Krach vor versammelter Mannschaft. Hat das nicht Zeit bis heute Abend? Ich wollte eigentlich mit Dr. Kempfert nach dem Essen gehen, im Industrieclub. Also gut, aber denk an deinen Cholesterinspiegel. Ja, ich weiß. Ist nichts, was dir schmeckt. Ich ruf dich an. Wiedersehen. Wiedersehen, Frau Dannecker. Wenn sie nur nicht so tüchtig wäre. Ihr steckt sie alle in die Tasche, meine Herren Manager. Also, was ist? Kommen Sie mit? Gleich 12:30. Ich glaube, das geht nicht. Um 13:00 werde ich im Pfarrhaus erwartet. Meine Schwester hat was Besonderes kochen wollen. Wenn ich da nicht komme, dann... Aber wie wär's? Ich lade Sie ein. Ins Pfarrhaus? Ja, dann können wir weiterreden. Meine Schwester ist zwar keine 3-Sterne-Köchin, aber bei Schupfnudeln kann man ja nicht viel falsch machen. Bovespitzle? Wann habe ich die das letzte Mal gegessen? Also gut. Gehen wir.
Das ist alles Dannecker? Das ganze Hochhaus? Ja. Alle 27 Stockwerke, aber gehören tut uns kein Stein. Alles geleast. Besitz ist Last. Das hier kann man absetzen. Sie entschuldigen mich einen Augenblick. Also, bis heute Abend, ja? Ja, Vater. Und lass dich von ihm nicht einwickeln. Macht nicht so lange. Es gibt auch sowas wie Leben, nicht bloß Arbeiten. Und das von meinem Vater, der sein ganzes Leben nur Arbeit gekannt hat. Golf spielen ist doch auch Arbeit. Das fing erst nach Mutters Tod an. Früher war er nie zu Hause, aber kaum war sie unter der Erde, ging er nicht mehr aus dem Haus. Fehlt nur noch, dass er jetzt auch noch in die Kirche rennt. Der Pfarrer ist mit allen Wassern gewaschen. Kempfert? Ja. Ich möchte wissen, was der hier will. Er war drüben bei Vater. Mhm. Ist doch ein komischer Zufall, was? Und? Was machen wir jetzt? Dann lassen Sie ihm doch die Fabrik. Bluten müssen Sie so oder so. Ich denke nicht daran. Das widerspräche allem, was ich gelernt habe. Man wirft gutes Geld nicht schlechtem Geld nach, oder? Kompressoren, Kühlmotoren, das passt doch alles nicht mehr in unser Konzept. Und nächstes Jahr laufen Großvaters Patente aus. Dann ist Eberfeld sowieso erledigt. Was wir brauchen, sind neue Zahlen, Herr Busche. Zahlen, gegen die mein Vater nicht an kann. Und Sie werden sie mir beschaffen. Und wie, bitteschön? Soll ich sie mir wie Eva aus der Rippe schneiden? Das nicht. Aber ich habe da eine Idee. Eine etwas gemeine vielleicht, aber der Zweck heiligt doch bekanntlich die Mittel. Sagte die Schlange und verschlang den Besenstiel. Was machen Sie heute Abend? Eigentlich wollte ich meine Socken waschen, meinen Kanarienvogel füttern und dann früh ins Bett. Aber daraus wird ja wohl jetzt nichts. Hm? Das glaube ich auch. Gesegnete Mahlzeit. Das darf doch nicht wahr sein. Also, das ist mir jetzt aber wirklich sehr peinlich, Herr Dannecker. Else, Freund Bieler. Else! Keiner da. Macht doch nichts. Die Dinger müssen nur noch in die Pfanne. Sie wollen doch nicht etwas selbst. Na, und ab? Wo ist die Butter? Butter. Sowas nennt man bei uns Krisenmanagement. Na los, wo ist die Butter? Und was dazu? Salat? Zucker. So gab's das bei uns. Und bei Ihnen? Mit Tomatensauce. Sie verblüffen mich, Herr Dannecker. Da sind Sie nicht der Erste. Also, wenn das hier was wird, dann kriegen Sie auch Ihre Fabrik wieder flott. Warten wir es ab. Haben Sie gehört? Frau Pastor hat sie zu mir gesagt, die Verkäuferin. Ihnen gefällt's hier, oder? Ja, jetzt schon. Aber am Anfang wäre ich am liebsten wieder zurück. Oh Gott, jetzt wird's aber höchste Eisenbahn. Um drei kommen die Damen und dann haben wir noch eine Taufe. Und ich habe noch Alpennachmittag. Wer ist denn das? Drei, vier Meter. Das 18. Grün ist leicht ansteigen. Man muss also rechts halten, damit der Ball oberhalb an Fahrt verliert und dann einfach reinrollt. Nehmen also den Putter, wie gesagt. Ich bin 5 über Par und Helmstedt auch. Wenn ich diesen Ball versenke, bin ich 4 über.
heiliger Strohsack. Wo sind meine Nudeln? Der Ball rollt und rollt und rollt und bleibt vor dem Loch liegen. Einen Millimeter. Einen winzigen Millimeter. Darf ich fragen, was hier gespielt wird? Golf? Was denkst du? Darf ich vorstellen, Herr Dannecker, meine Schwester Else. Guten Tag. Die Buwe Spitzler waren hervorragend. Vielen Dank. Soll das heißen, dass Sie... Du? Wir? Herr Dannecker ist Spezialist in Schupfnudeln. Also weißt du, nie kommst du zum Mittagessen. Und wenn ich mich einmal darauf verlasse, dass auf dich kein Verlass ist, dann kommst du natürlich. Das geht auf meine Kappe, Frau Kämpfer. Aber jetzt muss ich wirklich gehen. Es ist ja auch alles gesagt, nicht? Also, es bleibt dabei. Ja. Ist wahrscheinlich eine Riesendummheit, aber da ein Kamel leichter durch ein Nadelöhr geht, als ein Reicher in den Himmel kommt, bin ich eben lieber das Kamel. Wiedersehen, Frau Kempfert, und vielen Dank. Wiedersehen. Ich bringe Sie raus. 36 Minuten gespielt, immer noch die 1:0-Führung für den SV Waldhof. Zu diesem Zeitpunkt ein durchaus gerechtes Ergebnis. Die Mannheimer machten es sehr geschickt, stellten die Frankfurter immer wieder mit der Abseitsfalle vor große Probleme. Und wenn die Frankfurter mal gefährlich... Was ist denn eine Abseitsfalle? Bei der Ballabgabe muss zwischen den angreifenden Spielern und dem Tormann noch mindestens ein gegnerischer Spieler sein. Das heißt, wenn die Verteidiger schnell nach vorne rennen, bevor die Gegner den Pass schießen, dann stehen die Stürmer im Abseits. Aha. Was schreibst du denn da? Aufsatz. Der Bundesschatzbrief und seine Bedeutung für die Volkswirtschaft? Der Herr Enzhaus hat gesagt, wir können uns das Thema selber aussuchen. Ach so. Und das 2:0. Der arme Papa. Herr Pfarrer? Ja? Hilft das eigentlich wirklich, wenn man eine Kerze entzündet? Du meinst vor dem Altar? Es kommt darauf an. Du kannst es ja mal probieren. Die Wartenshow. Ach, die Taufe. Ja. Du sagst mir nachher, wie es ausgegangen ist, ja? Die Minute hatte der Eintracht heute Glück bei diesem Wartenschuss gegen die Latte. Ich muss doch schließlich wissen, was meine Leute beschäftigt. Und wenn das Fußball ist, dann muss ich mir eben Fußball anschauen. Aber wie sieht denn das aus, wenn du ständig in der Eberburg sitzt? Dann brauchen wir eben einen eigenen Fernseher. Wer spielt denn da? Die haben sich wohl ihren eigenen Organisten mitgebracht. Grüß Gott, Frau Merkatz. Tag, Herr Pfarrer. Das sind wohl die Paten? Kämpfert? Und wo ist der Vater? Herr Baumann ist verhindert. Oh, das ist aber schade. Anna ist meine Tochter. Liebe Frau Merkatz, Sie haben sich für Ihr Kind die Taufe erbeten. Damit erklären Sie sich bereit, es im Glauben zu erziehen. Es soll Gott und den Nächsten lieben lernen, wie Christus es uns vorgelebt hat. Sind Sie sich dieser Aufgabe bewusst? Ja. Dann folgen Sie mir bitte. Anna, ich taufe dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. St. Augustin, grüß Gott. Ach Gott, gnädig. Ich habe jetzt keine Zeit, Herr Buschep. Das war weder schnippisch noch sonst wie gemeint. Der Herr Pfarrer ist nicht da. Er hat eine Taufe und anschließend ist er im Beichtstuhl. Das weiß ich nicht, aber dann hat er Sprechstunde. Ich weiß zwar nicht, was Sie das angeht, aber Herr Haug ist in Stuttgart, wo er ein Konzert gibt. Na, dann wünsche ich Ihnen viel Spaß. Mit Fräulein Dannecker sind Sie auch besser bedient. Ja, ich werde es ausrichten. Danke. Wer ist dran?
Ja? Oh. Wenn ich das geahnt hätte. Was? Dann hätte ich meine Tante mitgebracht zur Sicherheit. Bitte. Sie haben noch keine Angst. Im Grunde meiner Seele bin ich ein sehr schüchterner Mensch. Ich mach das schon. Ich habe mir erlaubt, eine kleine Flasche zu bestellen. Darf ich? Ich bitte darum. Mit etwas Shampoos fällt es mir vielleicht leichter. Was? Was ich Ihnen sagen will. Na dann. Auf was trinken wir? Wie wär's denn auf uns? Sie meinen doch die Firma. Nein, nein, ich meine Sie und mich. Hallihallo. Finden Sie das so abwegig? Nicht abwegig, eher überraschend. Aber bitte, auf uns. Schon besser. Also, ich möchte Ihnen ein Angebot machen. Ich höre. Wir kennen uns nun schon über ein Jahr. Sie haben für Dannecker hervorragende Arbeit geleistet. Ja, ja. Doch, doch. Wenn ich an die komischen Typen denke, die wir vorher hatten. Dumm und eingebildet. Aber Sie können sich auf Ihre Leistung auch etwas einbilden. Und darauf, dass mein Vater Sie offenbar sehr schätzt. Danke. Was schauen Sie so misstrauisch? Wenn ein Arbeitgeber unser einen zu sehr mag, dann ist irgendetwas faul. Statt meiner Tante hätte ich jetzt schon lieber meinen Anwalt dabei. Und Sie haben Humor. Damit wäre die Bestandsaufnahme Ihrerseits erledigt. Intelligent, sympathisch, um nicht zu sagen gut aussehend. Danke. Und humorvoll. Und nun zu mir. Ich bin auch intelligent. Ich sehe auch gut aus. Und ich bin reich. Und Letzteres ist heutzutage ja fast so wichtig wie Humor. Und ich finde, wir wären ein ideales Paar. Ich meine damit, ich finde, wir sollten heiraten. Und zwar am besten noch vor der Hannover-Messe. Vor allem aber vor der Gesellschafterversammlung. Damit mein Vater offiziell zurücktreten und seinen Schwiegersohn in die Firma aufnehmen kann. Was ist? Jetzt sagen Sie doch was. Ach so, ich darf auch was sagen. Ich habe gedacht, Sie hätten das alles schon längst entschieden. Leo. Sie sind doch nicht etwa sentimental. Also, da müsste ich mich ja völlig in Ihnen verschätzt haben. Lieben Sie mich? Ist das so wichtig? Ich hab Sie gern. Ich respektiere Sie. Und Sie mich doch auch, oder? Ja. Sie sind eine sehr faszinierende Frau, ja. Na also. Zusammen sind wir unschlagbar, Leo. Darf ich? Ich dachte, Sie sind anders. Ich dachte, mit Ihnen kann ich offen reden, ohne Schmuh und Schmäh. Tut mir leid. Es ist keine romantische Vollmondnacht. Wir hüpfen nicht Hand in Hand durch blühende Wiesen und ich warte auch nicht errötend, bis Sie vor mir auf die Knie sinken und mir Ihre ewige Liebe gestehen. Was ich heute bin, das hat mir keiner geschenkt. Ich habe hart dafür gearbeitet und gekämpft. Gegen Leute wie Sie und gegen meinen Vater. So. Und jetzt darf ich auch mal was sagen, ja? Bitte. Wissen Sie, was ich glaube? Mal von Vollmond und blühenden Wiesen ganz abgesehen. Ich glaube, dass Sie es satt haben, nach der Pfeife Ihres Vaters zu tanzen. Sie spekulieren darauf, dass er, wenn Sie mich als Schwiegersohn präsentieren,
endlich auf dem Golfplatz bleibt, statt ihnen in der Firma reinzureden. Und? Man kann das Angenehme doch auch mit dem Nützlichen verbinden. Und Ihnen geht er doch auch auf die Nerven, oder? Und das sage ich Ihnen. Zum Jahresende wird Eberfeld geschlossen. So oder so. Ich gib's auf. Ich liebe Sie. Haben die Erschaffe entschieden? Nein. Ich glaube, wir beide brauchen noch eine kleine Weile. Was ist? Schon fertig? Das ist aber eine kurze Predigt. Nein, ich habe nur das dumme Gefühl, dass ich nicht die richtigen Worte finde. Das musst du auch nicht. Schließlich verkündest du nicht deine Meinung, sondern das Wort Gottes. Stimmt. Ich danke dir. Gern geschehen. Lass nur, ich mach schon auf. Du kennst ja Herrn Baumann. Ja, guten Abend. Guten Abend. Herr Baumann möchte mich sprechen. Ich gehe schon. Nur noch schnell den Faden. Wegen mir bleiben Sie ruhig. Ich bin sowieso gleich wieder draußen. Und was ich Ihnen zu sagen habe, kann jeder hören. Warum haben Sie das gemacht? Was? Was? Sie haben noch meine Tochter getauft, oder? Obwohl ich dagegen war. Sie konnten nicht kommen. Ich wollte nicht kommen. Ich wollte mit der ganzen Sache nichts zu tun haben. Deswegen bin ich auch nicht hingegangen. Und jetzt? Jetzt ist alles aus. Die liebe Mama hat mich rausgeschmissen. Sie mit ihrer idiotischen Taufe. Sie haben Silke und mich auseinandergetauft. Herr Baumann. Übrigens, Sie hatten recht. Meine Tochter ist nicht mehr dieselbe. Sie ist jetzt katholisch und ich bin ein ungetaufter Heide. Guten Abend, Herr Pfarrer. Herr Baumann, Sie sehen das falsch. Ich hatte keine Ahnung. Herr Baumann! Der Knopf ist wieder dran. Keine Angst, der kommt wieder. Wie kommst du darauf? Wenn ihm alles egal wäre, dann wäre er jetzt auch nicht gekommen. Wo gehst du hin? Ich bin gleich wieder zurück. Entschuldigen Sie, Herr Kempfert, ich muss Sie sprechen. Ja. Hier? Ich weiß nicht. Ich habe keine Geheimnisse vor dem Allwissenden. Die Sachlage hat sich geändert. Ich kann meine Zusage von heute Mittag nicht mehr aufrechterhalten. Die Fabrik? Es tut mir leid. Ich habe wirklich getan, was ich konnte, aber... Eben habe ich erfahren, dass man uns verklagt hat. Die Umweltbehörde. Wenn wir wirklich alle Auflagen erfüllen müssen, können wir den Laden gleich dicht machen. Aussichtslos. Und das wussten Sie all die Jahre, oder wie? Ich bin eben ein altes Kamel. Herr Pfarrer? Ja, Hans-Peter, was ist? Eintracht hat verloren. Kann ich meine Mark wieder haben? Welche Mark? Die ich für die Kerze gestiftet habe. Ich meine, wo es doch nichts geholfen hat. Ach so. Nee, mein Lieber. So einfach ist das nicht. Der Glaube ist keine Lebensversicherung.
Glauben tut jeder auf eigenes Risiko. Und Leben auch. Nicht wahr, Herr Daneker? Tja, vor allem Leben. Da, mein Junge. Danke, Herr Daneker. Gute Nacht, Herr Pfarrer. Gute Nacht, Hansi. Heute frage ich mich zum ersten Mal, was ich hier soll. Alles geht schief. Liegt das an mir? Jeder auf eigenes Risiko. Oder wie sagt man, hilf dir selbst, dann hilf dir. Amen. Gehört. Frau Pastor hat sie zu mir gesagt, die Verkäuferin. Ihnen gefällt's hier, oder? Ja, jetzt schon. Aber am Anfang wäre ich am liebsten wieder zurück. Oh Gott, jetzt wird's aber höchste Eisenbahn. Um drei kommen die Damen und dann haben wir noch eine Taufe. Und ich habe noch Alpennachmittag. Wer ist denn das? Drei, vier Meter. Das 18. Grün ist leicht ansteigend. Man muss also rechts halten, damit der Ball oberhalb an Fahrt verliert und dann einfach reinrollt. Ich nehme also den Putter, wie gesagt. Ich bin 5 über Par und Helmstedt auch. Wenn ich diesen Ball versenke, bin ich 4 über. Heiliger Strohsack, wo sind meine Nudeln? Der Ball rollt und rollt und rollt und bleibt vor dem Loch liegen. Einen Millimeter. Einen winzigen Millimeter. Darf ich fragen, was hier gespielt wird? Golf? Was denkst du? Darf ich vorstellen, Herr Daneker, meine Schwester Else. Guten Tag. Die Buwe-Spitzler waren hervorragend. Vielen Dank. Soll das heißen, dass Sie... Du... Wir? Herr Daneker ist Spezialist in Schupfnudeln. Also weißt du, nie kommst du zum Mittagessen. Und wenn ich mich einmal darauf verlasse, dass auf dich kein Verlass ist, dann kommst du natürlich. Das geht auf meine Kappe, Frau Kämpfer. Aber jetzt muss ich wirklich gehen. Es ist ja auch alles gesagt, nicht? Also, es bleibt dabei. Ja. Wahrscheinlich eine Riesendummheit, aber da ein Kamel leichter durch ein Nadelöhr geht, als ein Reicher in den Himmel kommt, bin ich eben lieber das Kamel. Wiedersehen, Frau Kempfert, und vielen Dank. Wiedersehen. Ich bringe Sie raus. 36 Minuten gespielt, immer noch die 1:0-Führung für den SV Waldorf. Zu diesem Zeitpunkt ein durchaus gerechtes Ergebnis. Die Mannheimer machten es sehr geschickt, stellten die Frankfurter immer wieder mit der Abseitsfalle vor große Probleme. Und wenn die Frankfurter mal gefährlich... Was ist denn eine Abseitsfalle?
bei der Ballabgabe muss zwischen den angreifenden Spielern und dem Tormann noch mindestens ein gegnerischer Spieler sein. Das heißt, wenn die Verteidiger schnell nach vorne rennen, bevor die Gegner den Pass schießen, dann stehen die Stürmer am Abseits. Was schreibst du denn da? Aufsatz. Ja, danke für die großzügige Einladung. Getrunken habe ich nichts. Okay, entschuldige, da schlage ich ihn nachher noch mal. Oh, das ist ein Herr Maiwa. Achso, so, bitte Senf. Wachhunde werden erneut. Die Viecher jagen. Ein deutscher Schäferhund spielt nicht. Der arbeitet. Tag, Herr Dannecker. Ich sehe, ich komme etwas unpassend, aber ich muss Sie dringend sprechen. Ist das nicht unser Bürgermeister? Herr Rösner war so freundlich, mich herzufragen. Haben Sie aber Glück gehabt. Zu mir ist der Herr noch nie freundlich gewesen. Hätten Sie ein paar Minuten Zeit? Tut mir leid, ich habe einen Termin, unabschiebbar. Und ich komme nie zu spät. Und schon gar nicht wegen eines Gesprächs, dessen Inhalt ich mir denken kann, wenn der Bürgermeister mit der katholischen Kirche paktiert. Sagen Sie dem Herrn einen schönen Gruß. Wenn er was will, soll er selber kommen. Nichts gegen Sie, Herr Dr. Kempfert, aber von der Politik sollten Sie die Finger lassen. Und jetzt muss ich wirklich. Guten Tag. Zu spät. Was haben Sie dem Mann nur getan? Sie sind tatsächlich ein rotes Tuch für ihn. Der für mich auch. Er meint immer, die ganze Welt sei nur für ihn da. Was hat er denn schon geleistet? Wollen wir jetzt über die gerechte Verteilung der Produktionsmittel diskutieren oder was unternehmen? Die Sache ist doch gelaufen. Jetzt fängt es erst richtig an. Wenn die glauben, die können mich so mit links durchs Autofenster wegwischen, dann kennen die mich schlecht. Ich sehe zwar gemütlich aus, aber ich kann sehr ungemütlich werden. In dem leicht köchelnden Wasser ziehen lassen, bis sie an die Oberfläche kommen. Oberfläche? Oh Gott, die sind ja schon oben. Abschöpfen und auf Holzbrett auslegen. Holztisch. Auf Holzbrett auslegen und einige Stunden am besten... Flammen steht, sondern womöglich jetzt schon diesen Wahnsinn im Keim ersticken. Das Werk muss bleiben. So viel ich weiß, ist noch nichts entschieden. Der Dannecker, der redet viel, wenn der Tag lang ist. Der hat mir auch in der Hand versprochen, dass hier alles so bleibt, solange er lebt. Na also... Ich fürchte nur, dass der mit seinem spätkapitalistischen Führungsstil in seinem eigenen Laden nicht mehr durchkommt. Sie kennen auch seine Tochter, die Jutta Dannecker. Ein rühriges Mädchen. Mädchen ist gut. Ist ein Mann. Ach, was sage ich, zwei Männer. Und der Alte frisst er aus der Hand. Ja, und was kann ich tun? Soll ich vielleicht auch eine Kerze für Sie aufstellen? Wenn ich wüsste, dass es hilft, ja. Aber ich verlasse mich da lieber auf Ihren Einfluss. Immerhin ist der alte Dannecker doch katholisch. Wenn ich da jetzt komme mit meinem Parteibuch, wo doch sein Liebling, der Dr. Joris Rennert, schon die dritte Wahl gegen mich verloren hat. Sie verstehen. Die würde doch glatt die Fabrik den Bach runtergehen lassen, nur um mir zu beweisen, dass ich tatsächlich der unfähige Querulant bin, für den er mich hält. Wasch mich, aber mach mich nicht nass. Bitte? Erst lass dir kein gutes Haar an dem Unternehmen und dann braucht er sie doch. Wenn ich Sie richtig verstehe, soll ich dem Herrn Direktor mit Feuer und Schwefel einheizen. Genau. Ich werde sehen, was ich tun kann. Moment, mit ich werde sehen, ist es nicht getan. Die Sache eilt. Sonst hätte ich Ihnen auch einen Brief schreiben können. Wie ich aus sicherer Quelle weiß, findet heute in der Zentrale die Sitzung statt. Heute? Sind Sie sicher? Ja, der Groninger macht seit 14 Tagen nichts anderes als Zwischenbilanzen. Gestern hat er die Zahlen rübergegeben.
Und jetzt frage ich Sie, wozu braucht man jetzt eine Bilanz? Ja, ja, dann mögen Sie recht haben. Ich habe recht. Und so wie die Zahlen aussehen, mit so viel Miesen in den ersten zwei Monaten, muss man kein Prophet sein, um schwarz zu sehen. Und? Wenn wir uns beeilen, erwischen wir ihn noch, bevor er losfährt. Jetzt? Ich muss aber um 1 Uhr im Pfarrhaus sein. Bitte, aber mal zahlen, bitte. Oh, nein, nein, Moment. Nein. August! Oh. Sie haben gegessen. Wieso? So, ja, ja. Mit einer freundlichen Empfehlung unseres Herrn Bürgermeisters. Ja, aber 3 Bier und das Vesper. Das sind ja, stimmt, stimmt, stimmt. Danke für die großzügige Einladung. Getrunken habe ich nichts. Ah. Okay, ich tue es nicht. Das schlage ich Ihnen einfach mal. Oh, das ist eine. Herr Maiwa! Achso, Entschuldigung. Bitte, Herr Senf. Fachhunde werden erneut. Die Viecher jagen. Ein deutscher Schäferhund spielt nicht. Der arbeitet. Kempfert? Ja. Ich möchte wissen, was der hier will. Er war drüben bei Vater. Ist doch ein komischer Zufall, was? Und? Was machen wir jetzt? Dann lassen Sie ihm doch die Fabrik. Bluten müssen Sie so oder so. Ich denke nicht daran. Das widerspräche allem, was ich gelernt habe. Man wirft gutes Geld nicht schlechtem Geld nach, oder? Kompressoren, Kühlmotoren, das passt doch alles nicht mehr in unser Konzept. Und nächstes Jahr laufen Großvaters Patente aus. Dann ist Eberfeld sowieso erledigt. Was wir brauchen, sind neue Zahlen, Herr Busche. Zahlen, gegen die mein Vater nicht an kann. Und Sie werden sie mir beschaffen. Aha. Und wie, bitteschön? Soll ich sie mir wie Eva aus der Rippe schneiden? Das nicht. Aber ich habe da eine Idee. Eine etwas gemeine vielleicht, aber der Zweck heiligt doch bekanntlich die Mittel. Sagte die Schlange und verschlang den Besenstiel. Was machen Sie heute Abend? Eigentlich wollte ich meine Socken waschen, meinen Kanarienvogel füttern und dann früh ins Bett. Aber daraus wird ja wohl jetzt nichts. Hm? Das glaube ich auch. Wir haben Besuch. Gesegnete Mahlzeit. Das darf doch nicht wahr sein. Also, das ist mir jetzt aber wirklich sehr peinlich, Herr Dannegger. Else, Freund Bieler. Else! Keiner da. Macht doch nichts. Die Dinger müssen nur noch in die Pfanne. Sie wollen doch nicht etwas selbst. Na, und ab? Wo ist die Butter? Butter. Sowas nennt man bei uns Krisenmanagement. Na los, wo ist die Butter? Und was dazu? Salat? Zucker. So gab's das bei uns. Mir auch in der Hand versprochen, dass hier alles so bleibt, solange er lebt. Na also. Ich möchte nur, dass der mit seinem spätkapitalistischen Führungsstil in seinem eigenen Laden nicht mehr durchkommt. Sie kennen auch seine Tochter, die Jutta Dannegger. Ein rühriges Mädchen. Mädchen ist gut. Er ist ein Mann. Ach, was sage ich, 2 Männer. Und der Alte frisst er aus der Hand. Ja, und was kann ich tun? Soll ich vielleicht auch eine Kerze für Sie aufstellen? Wenn ich wüsste, dass es hilft, ja. Aber ich verlasse mich da lieber auf Ihren Einfluss. Immerhin ist der alte Dannegger doch katholisch. Wenn ich da jetzt komme mit meinem Parteibuch,
wo doch sein Liebling, der Dr. Joris Rennert, schon die dritte Wahl gegen mich verloren hat. Sie verstehen, die würde doch glatt die Fabrik den Bach runtergehen lassen, nur um mir zu beweisen, dass ich tatsächlich der unfähige Querulant bin, für den er mich hält. Wasch mich, aber mach mich nicht nass. Bitte? Erst lass dir kein gutes Haar an dem Unternehmen und dann brauchte sie doch. Wenn ich Sie richtig verstehe, soll ich dem Herrn Direktor mit Feuer und Schwefel einheizen. Genau. Ich werde sehen, was ich tun kann. Moment, mit ich werde sehen, ist es nicht getan. Die Sache eilt. Sonst hätte ich Ihnen auch einen Brief schreiben können. Wie ich aus sicherer Quelle weiß, findet heute in der Zentrale die Sitzung statt. Heute? Sind Sie sicher? Ja, der Groninger macht seit 14 Tagen nichts anderes als Zwischenbilanzen. Gestern hat er die Zahlen rübergegeben. Und jetzt frage ich Sie, wozu braucht man jetzt eine Bilanz? Ja, ja, dann mögen Sie recht haben. Ich habe recht. Und so wie die Zahlen aussehen, mit so viel Miesen in den ersten 2 Monaten, muss man kein Prophet sein, um schwarz zu sehen. Und? Wenn wir uns beeilen, erwischen wir ihn noch, bevor er losfährt. Jetzt? Ich muss aber um 1 Uhr im Pfarrhaus sein. Bitte, aber, mal zahlen, bitte. Oh, nein, nein, Moment. Nein. August! Oh. Sie haben gegessen. Wieso? So, ja, ja. Mit einer freundlichen Empfehlung unseres Herrn Bürgermeisters. Ja, aber 3 Bier und das Vesper. Das sind ja, stimmt, stimmt, stimmt. Danke für die großzügige Einladung. Getrunken habe ich nichts. Ah. Okay, ich tue es nicht, das schlage ich Ihnen einfach mal. Oh, das ist ein... Herr Maiwa... Achso, so, bitte Herr Senf. Wachhunde werden erdeutet. Machen wir die Viecher ja nicht. Ein deutscher Schäferhund spielt nicht. Der arbeitet. Ja. Tag, Herr Dannecker. Ich sehe, ich komme etwas unpassend, aber ich muss Sie dringend sprechen. Ist das nicht unser Bürgermeister? Herr Rösner war so freundlich, mich des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der allmächtige Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, hat dich von der Schuld Adams befreit und dir aus dem Wasser und dem Heiligen Geist neues Leben geschenkt. Du wirst nun mit dem Heiligen Chrisam gesalbt. Denn du bist Glied des Volkes Gottes und gehörst für immer Christus an, der gesalbt ist zum Priester, König und Propheten in Ewigkeit. Amen. Andreas, dieses weiße Kleid soll dir ein Zeichen dafür sein, dass du in der Taufe neu geschaffen worden bist und, wie die Schrift sagt, Christus angezogen hast. Bewahre diese Würde für das ewige Leben. Allmächtiger Gott und Herr, segne die Paten. Ich überhaupt nichts mehr. Und alle zuerst ist ja alles scheißegal und jetzt regst du dich darüber auf, dass ich kein weißes Kleid und Kerze habe. Wie sieht das denn aus? Das wird doch gestellt. Was? Die geben du hast uns das. In der Taufe ewiges Leben geschenkt. Lass uns immer auf dieser Erde lebendig zum ersten Mal in einer Kirche. Deines heiligen Sohn. Wahnsinn. Und die Taufe wird dir auch gestellt. Liebe Eltern und Paten, ein Zirkus mitmachen will oder nicht. Ihnen wird du bist doch auch nicht getauft. Und hast du dich etwa entschieden? Na klar. Oh, gib doch zu, dass du nicht mal dran gedacht hast. Weil dir nämlich alles wurscht ist. Mir nicht. Alle Namen hier versammelt sind. Zu zwingen, dass sie sich eines Tages entscheiden. Gib deinen Frieden in Christus Jesus, unserem Herrn. Es segne euch der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht hin in Frieden. Dank sei Gott im Himmel. Grüß Gott. Kempfert. Silke Meerkatz. Guten Tag, Herr Pfarrer. Frau Mannheim. Und wen haben wir denn da? Das ist Anna. Wie alt ist sie? 8 Monate. Also bringen wir es hinter uns, ja? Wenn Sie schon dabei sind, die Kleine soll getauft werden, dann ist das ein Aufwasch. Ralf.
Mit Aufwasch meinen Sie doch wohl die Reinigung Ihrer Tochter. Herr Baumann ist nicht religiös und ich bin katholisch und ich möchte, dass Anna getauft wird. Ja, aber vorher möchte ich mich noch ganz gerne mit Ihnen ein wenig unterhalten. Siehst du, habe ich doch gesagt. Ohne Krawatte und Trauschein läuft bei denen gar nichts. Wie kommen Sie denn darauf? Wie Sie aussehen und was Sie denken, ist mir egal. Aber dass Ihre kleine Anna... Ich hätte Sie gerne mal unter vier Augen gesprochen. Ich Sie auch, Herr Bürgermeister. Nicht offiziell allerdings, sonst heißt es gleich, wir stecken unter einer Decke. Wir stecken doch alle unter der gleichen Decke, oder? Sie wissen, was ich meine. Ich gehöre weder zu Ihrem Verein noch zu Ihrer Partei. Ich gehöre gar keiner Partei an. Also wann und wo? 10 Uhr? Auf neutralem Boden? Drüben in der Ebermark? Warum nicht? Man könnte sich ja zufällig getroffen haben. Womit bewiesen wäre, dass es keinen Zufall gibt. Bis dann. Also, wie soll ich sagen? Die Taufe ist ein uraltes Ritual. Wahrscheinlich so alt wie die Menschheit. Ein sehr kraftvolles, mythisches Ritual. Das Wasser des Lebens, Reinigung, Aufnahme in die Gemeinschaft der Eingeweihten im wörtlichen Sinne. Das ist kein frommer Firlefanz, will ich damit sagen, sondern eine heilige Handlung, in deren Mittelpunkt Ihre kleine Anna steht. Und ob Sie es glauben oder nicht, Ihre Tochter ist danach nicht mehr dieselbe. Also, wie wär's dann am Sonntag? Erst? Nun, ist ja noch einiges zu erledigen bis dahin. Ich brauche Ihre Papiere und Anna braucht 2 Taufpaten. Muss das denn sein? Ja, das muss sein. Sie haben doch sicher Freunde hier. Die lachen sich doch tot. Ralf ist Marxist. Ja, du etwa nicht? Würde es nicht schon heute Mittag gehen? Wieso das denn? Weil am Sonntag die Demo in Frankfurt ist und da kein Taufpate aufzutreiben sein wird, deshalb. Na gut, an mir soll es nicht scheitern. 4 Uhr? Also, geschniegelt und gebügelt mit Taufkerze und Taufkleidchen und 2 ordentlichen Paten. Ja, 4 Uhr, wir werden da sein. Ja. Wenn Sie mich fragen, Eintracht hat keine Chance. Ich frag's ja mal nicht. Ist was? Was soll denn sein? Ach, kommen Sie. Sie hocken da rum, starren ins Bier. Übrigens das dritte schon auf nüchternen Magen. Gucken andauernd auf die Uhr. Warten Sie auf jemand? Nein. Also schön, dann esse ich eben eine Kleinigkeit. Eine kleine Vesperplatte, wenn's recht ist. Sind Sie dann einigermaßen beruhigt oder muss ich erst noch einen Attest vom Arzt bringen? Mein bester Kunde. Grüß Gott, beisammen. Sprudel mit Salat. Was ist, Herr Pfarrer? Wollen Sie sich nicht zu mir hersetzen? Man sieht sich sowieso selten genug. Warum nicht? Wenn meine Herren Gemeinderäte nicht so fleißig Kinder in die Welt setzen würden, die Sie dann taufen... Wer ist denn das? Drei, 4 Meter. Das 18. Grün ist leicht ansteigend. Man muss also rechts halten, damit der Ball oberhalb an Fahrt verliert und dann einfach reinrollt. Nehmen also den Putter, wie gesagt. Ich bin 5 über Paar und Helmstedt auch. Wenn ich diesen Ball versenke, bin ich 4 über. Ach du heiliger Stoßer. Wo sind meine Nudeln? Der Ball rollt und rollt und rollt. Und bleibt vor dem Loch liegen. 1 Millimeter. Einen winzigen Millimeter. Darf ich fragen, was hier gespielt wird? Golf? Was denkst du? Darf ich vorstellen, Herr Danneker, meine Schwester Else. Guten Tag. Die Buwe-Spitzler waren hervorragend. Vielen Dank. Soll das heißen, dass Sie... Du... Wir? Herr Danneker ist Spezialist in Schupfnudeln. Also weißt du, nie kommst du zum Mittagessen. Und wenn ich mich einmal darauf verlasse, dass auf dich kein Verlass ist, dann kommst du natürlich. Das geht auf meine Kappe, Frau Kämpfer. Aber jetzt muss ich wirklich gehen. Es ist ja auch alles gesagt, nicht? Also, es bleibt dabei.
Ja. Ist wahrscheinlich eine Riesendummheit, aber da ein Kamel leichter durch ein Nadelöhr geht, als ein Reicher in den Himmel kommt, bin ich eben lieber das Kamel. Wiedersehen, Frau Kempfert, und vielen Dank. Wiedersehen. Ich bringe Sie raus. 36 Minuten gespielt, immer noch die 1:0-Führung für den SV Waldhof. Zu diesem Zeitpunkt ein durchaus gerechtes Ergebnis. Die Mannheimer machten es sehr geschickt, stellten die Frankfurter immer wieder mit der Abseitsfalle vor große Probleme. Und wenn die Frankfurter mal gefährlich... Was ist denn eine Abseitsfalle? Bei der Ballabwehr muss zwischen den angreifenden Spielern und dem Tormann noch mindestens ein gegnerischer Spieler sein. Das heißt, wenn die Verteidiger schnell nach vorne rennen, bevor die Gegner den Pass schießen, dann stehen die Stürmer im Abseits. Ah. Was schreibst du denn da? Aufsatz. Der Bundesschatzbrief und seine Bedeutung für die Volkswirtschaft? Der Herr Enzhaus hat gesagt, wir können uns das Thema selber aussuchen. Ach so. Und das 2:0. Der arme Papa. Herr Pfarrer? Ja? Hilft das eigentlich wirklich, wenn man eine Kerze entfacht? Du meinst vor dem Altar? Es kommt darauf an. Ins Pfarrhaus? Ja, dann können wir weiterreden. Meine Schwester ist zwar keine Drei-Sterne-Köchin, aber bei Schupfnudeln kann man ja nicht viel falsch machen. Bovespitzle? Wann habe ich die das letzte Mal gegessen? Also gut, gehen wir. Hm? Das ist alles Dannecker? Das ganze Hochhaus? Ja. Alle 27 Stockwerke, aber gehören tut uns kein Stein. Alles geleast. Besitz ist Last. Das hier kann man absetzen. Sie entschuldigen mich einen Augenblick. Also, bis heute Abend, ja? Ja, Vater. Und lass dich von ihm nicht einwickeln. Macht nicht so lange. Es gibt auch sowas wie Leben, nicht bloß Arbeiten. Und das von meinem Vater, der sein ganzes Leben nur Arbeit gekannt hat. Golf spielen ist doch auch Arbeit. Das fing erst nach Mutters Tod an. Früher war er nie zu Hause, aber kaum war sie unter der Erde, ging er nicht mehr aus dem Haus. Fehlt nur noch, dass er jetzt auch noch in die Kirche rennt. Der Pfarrer ist mit allen Wassern gewaschen. Kempfert? Ja. Ich möchte wissen, was der hier will. Er war drüben bei Vater. Ist doch ein komischer Zufall, was? Und? Was machen wir jetzt? Dann lassen Sie ihm doch die Fabrik. Bluten müssen Sie so oder so. Ich denke nicht daran. Das widerspräche allem, was ich gelernt habe. Man wirft gutes Geld nicht schlechtem Geld nach, oder? Kompressoren, Kühlmotoren, das passt doch alles nicht mehr in unser Konzept. Und nächstes Jahr laufen Großvaters Patente aus. Dann ist Eberfeld sowieso erledigt. Was wir brauchen, sind neue Zahlen, Herr Busche. Zahlen, gegen die mein Vater nicht an kann. Und Sie werden sie mir beschaffen. Aha. Und wie, bitteschön? Soll ich sie mir wie Eva aus der Rippe schneiden? Das nicht. Aber ich habe da eine Idee. Eine... etwas gemeine vielleicht, aber der Zweck heiligt doch bekanntlich die Mittel. Sagte die Schlange und verschlang den Besenstiel. Was machen Sie heute Abend? Eigentlich wollte ich meine Socken waschen, meinen Kanarienvogel füttern und dann früh ins Bett. Aber daraus wird ja wohl jetzt nichts. Hm? Das glaube ich auch. Was ist, Herr Pfarrer? Wollen Sie sich nicht zu mir hersetzen? Man sieht sich sowieso selten genug. Warum nicht? Wenn meine Herren Gemeinderäte nicht so fleißig Kinder in die Welt setzen würden, die Sie dann taufen dürfen, würde man sie überhaupt nicht sehen. Stimmt's? Ja, so ist es. Das köstliche Nass für den Herrn Pfarrer. Oh, sehr aufmerksam. Ja, das übernehme ich natürlich, wenn Sie mir eine Kerze für die Eintracht aufstellen.
Damit die nicht völlig auf die Nase fallen. Da wird wohl eine Kerze nicht reichen. Tja, warum ich Sie sprechen wollte, Herr Pfarrer. Ich weiß nicht, inwieweit Sie mit den Verhältnissen hier vertraut sind. Besser als mir lieb ist. Dann wissen Sie vielleicht auch, dass man bei Dannecker dran denkt, das Stammwerk Eberfeld dicht zu machen. Gerüchteweise. Ja, wo Rauch ist, ist auch Feuer. Aber ich will nicht warten, bis hier alles in Flammen steht, sondern womöglich jetzt schon diesen Wahnsinn im Keim ersticken. Das Werk muss bleiben. So viel ich weiß, ist noch nichts entschieden. Der Dannecker, der redet viel, wenn der Tag lang ist. Der hat mir auch in der Hand versprochen, dass hier alles so bleibt, solange er lebt. Na also? Ich fürchte nur, dass der mit seinem spätkapitalistischen Führungsstil in seinem eigenen Laden nicht mehr durchkommt. Sie kennen auch seine Tochter, die Jutta Dannecker. Ein rühriges Mädchen. Mädchen ist gut. Ist ein Mann. Ach, was sage ich, zwei Männer. Und der Alte frisst er aus der Hand. Ja, und was kann ich tun? Soll ich vielleicht auch eine Kerze für Sie aufstellen? Wenn ich wüsste, dass es hilft, ja. Aber ich verlasse mich da lieber auf Ihren Einfluss. Immerhin ist der alte Dannecker doch katholisch. Wenn ich da jetzt komme mit meinem Parteibuch, wo doch sein Liebling, der Dr. Joris Renner, schon die dritte Wahl gegen mich verloren hat. Sie verstehen. Die würde doch glatt die Fabrik den Bach runtergehen lassen, nur um mir zu beweisen, dass ich tatsächlich der unfähige Querulant bin, für den er mich hält. Wasch mich, aber mach mich nicht nass. Bitte? Erst lass dir kein gutes Haar an dem Unternehmen und dann braucht er sie doch. Wenn ich Sie richtig verstehe, soll ich dem Herrn Direktor mit Feuer und Schwefel einheizen. Genau. Ich werde sehen, was ich tun kann. Moment, mit ich werde sehen, ist es nicht getan. Die Sache eilt. Sonst hätte ich Ihnen auch einen Brief schreiben können. Wie ich aus sicherer Quelle weiß, findet heute in der Zentrale die Sitzung statt. Heute? Sind Sie sicher? Ja, der Groninger macht seit 14 Tagen nichts anderes als Zwischenbilanzen. Gestern hat er die Zahlen rübergegeben. Und jetzt frage ich Sie, wozu braucht man jetzt eine Bilanz? Ja, dann mögen Sie recht haben. Ich habe recht. Und so wie die Zahlen aussehen, mit so viel Miesen in den ersten zwei Monaten, muss man kein Prophet sein, um schwarz zu sehen. Und? Wenn wir uns beeilen, erwischen wir ihn noch, bevor er losfährt. Jetzt? Ich muss aber um 1 Uhr im Fach.